Naja, die drei reichen aber auch. Nee, Spaß beiseite. Ist vollkommen okay. Aber trotzdem drei. Drei sind drei. Ich hab immer nur ein Mädel im Test. Gott sei Dank. Da komme ich da nicht durcheinander. Bei mir ist immer die Ella im Test. Das reicht. Die anderen Mitspieler trauen sich scheinbar nicht im Test. Die sind alle schüchtern oder so. Danke, Xanabel. Also krass, krass, Xanabel ist ja hier in der Burg der Höhlenabgang. Ich bin da gestern mal durchgetaucht, also ich bin dann in irgendeine Höhle gekommen, keine Ahnung. Da war stockdunkel, da hast gar nichts mehr gesehen. Irgendwie auch keinen Weg gefunden, wie man dann von den Dingens da runterkommt irgendwie. Bin dann ganz schnell wieder aus der Höhle raus. Oxy hat gesagt, ich soll da runterspringen, aber ich gesagt, nee. Einzigste Taucherausrüstung, was wir haben, die opfert den für sowas. Ja, nichtsdestotrotz, ich muss in die Burg, also in die alte Base zurück. Mann, Alter, was die immer mit Tieren rumspielen. Volles eklige Geräusch, was der jetzt da macht. Da hätte man sogar Tore dabei, aber die kann ich. Nee, die kann ich jetzt nicht setzen. Das wäre jetzt schlecht, wenn ich das mache. So, ja, ich brauch die Steinbodenplatten. Entschuldigung. Ich komm nicht dran vorbei. Nicht um die Burg. Ja, was wir hier mit unserer Base dann machen, keine Ahnung, wahrscheinlich reißen wir sie weg. Weiß jetzt noch nicht. Nee, ich habe ganz normale Standardrüstung an, also die aus Stoff. Also stinknormal. Stinknormal Stoff. Also was heißt stinknormal? Überragend, komplett überragend. Okay. Kompi? Nee, wir haben kein Kompi. Du meinst einen Oviraptor, Obelix. Den haben wir gestern geholt, ja. Also bis jetzt habe ich noch nicht viel gemerkt, dass der viel bringen würde. Das kann aber auch dran liegen, weil wir gestern immer online waren. Ein Ovia haben wir gestern geholt, einen 40er, einen recht kleinen. Muss nachher mal in den Eiersammler gucken.
Also mit unserem Mod kriegen wir ja relativ gute Sachen. Xanabel. Also wir haben auch einiges schon aus der aus den Schatzkisten rausgeholt. Die wo man ja hier finden kann. Das raus. So, jetzt gucken wir mal in den Eiersammler. Okay. Auch nicht schlecht. Nee, aber... Also an die Dilo-Eiern hätte man es jetzt merken müssen, aber ich sehe da nicht, dass da jetzt dass er jetzt großartig hier was reißen würde. Jetzt muss man aber trotzdem mal gucken. Ist das ein Weib? Ja, das war ein Weibchen, der Obi. Der hat von sich selber ein Ei eingesammelt. Der ist auf vorne eingestellt, ja, und ist beladen mit Steinen. Ja, mit der Ressourcenpistole muss ich mir jetzt dann auch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Das wird wesentlich mehr hier was bringen. Aber ich bin einfach zu faul, mich mit der mal ordentlich auseinanderzusetzen. So, kann man auch da rein. Mal davon abgesehen, dass ich... Wo habe ich denn die überhaupt hingepackt? Ne, da ist sie nicht drin. Die können wir jetzt mal raus tun, die brauchen wir später. Der Biber macht mal wieder, was er will. Nachher echt mal gucken, wo ich die Ressourcenknarre hin habe. Also, halt, stopp, andersrum. Was? Tu die jetzt darüber. Mach dann. Hopp jetzt. Also, geht doch. Stony, Stony, Stones. Ja, machen wir erstmal ein paar Mauern.
So, die machen wir mal da rein, die brauchen wir später. So, dann haben wir Holz rüber. Steine. So, das soll mal vorerst reichen. Das reicht dann mal. Mal schauen, ob ich... Ah, ich habe es fast befürchtet. Kann mich überhaupt bewegen? Nee. Was haben die für ein Gewicht? 80. Okay. Alles klar, die Wände sind das. So, wo ist mein Vogel? Machen wir die mal da rein. Holen wir uns mal die Wände. Ja, nein, geht. Vogel bewegt. Das ist gut. So, Burg. Na, Gott sei Dank gibt es hier die hohen Mauern vom S-Bus. Sonst würde ich hier durchdrehen mit Mauern craften.